So, zum Wasserbecken. Die Platte, also die Bodenplatte fürs Wasserbecken, legt jetzt schon mal hier so quer drauf. Das ist auch 5 mm Stahlplatte. Und im Endeffekt einfach eine Platte, die halt auf die Größe von dem Rahmen abgestimmt ist. Und noch mit der Besonderheit, dass eben hier schon ein Loch drin ist. Da werde ich jetzt dann da dieses Gewindestück oder diese Muffe anspeisen, an dem dann später eben hier so ein Hahn angeschraubt werden kann. Also das Ganze ist dann auf der Unterseite, mit dem man dann das Wasser bei Bedarf ablassen kann. Die ist jetzt aus Edelstahl. Ja, einfach, dass er halt nicht das Rosten anfängt und der Rest wieder lackiert. Also sollte die eigentlich auch nicht rosten. Also die Edelstahlmuffe ist jetzt angeschweißt an der Unterseite. Ups. Die habe ich jetzt mit dem Wickschweißgerät und einem Edelstahlzusatz drauf geschweißt. Ich denke, es wird mit Mark wahrscheinlich auch gehen. Sollte halt nur dicht sein. Und ja, wie man sieht, die Blechplatte, also die Bodenplatte vom Wasserbecken, ist auch drin. Mit ein bisschen Drücken ist sie reingegangen, aber scheint ziemlich genau zu passen. Also der Rahmen ist im Winkel und mit ein bisschen Klopfen ist reingegangen, weil da ist so gut wie gar kein Spiel zwischen der Platte und dem Rahmen. Also es wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man von der Platte den Grat wegmacht oder die leicht an den Kanten anschleift. Sollte man quasi den Rahmen nicht so genau in Winkel bekommen haben. Weil zum Schluss passt sie nicht ganz rein. Also die Abstände sind ja eh gegeben durch die Steckverbindungsrohre oder durch die Rohre mit den Steckverbindern. Das Einzige, was natürlich sein kann, dass sie nicht reinpasst, ist, wenn das Ganze nicht im Winkel ist. Aber da einfach dann halt vielleicht bei der Platte den Rand leicht anschleifen. In dem Fall hat es jetzt zu meiner Überraschung wirklich ganz gut reinpasst. Also der Rahmen ist im Winkel und mit leichten Drücken ist sie dann bündig reingegangen. Die Bodenplatte von der Wanne ist jetzt gepunktet, also an den Rahmen gepunktet. Und als nächstes werden jetzt hier diese Seitenteile noch ausgerichtet und angeschweißt. Genau, bei der Platte habe ich quer eine Richtlatte drüber gelegt und an ein paar Stellen eben den Abstand zur Platte von der Richtlatte gemessen, um eben zu schauen, dass das ungefähr alles auf einer Höhe ist. Also ich sage mal auf einen Millimeter hin oder her stimmt es dann von der Höhe überall. Genau, und ja, jetzt wird die Seitenteile vom Becken noch reingeschweißt. Der Rahmen vom Wasserbecken ist jetzt soweit gepunktet. Also hier mit so Hölzern quasi reingekeilt, dass wenn diese Wandplatten eben so eine Wölbung machen, dass das reingedrückt wird. Und dann einfach immer außen, also innen und außen, ja, in so einem Abstand immer gepunktet. Und beim Punkten auch immer geschaut, dass der Winkel hier ungefähr 90 Grad ist. Und vor allem, dass die hier auf einer Höhe überall sind. Genau. Ja, im nächsten Schritt werde ich das Becken von innen schweißen.
Weiß ich noch nicht, ob ich das mit Mack oder mit Wick mache. Muss ich mal noch gucken. Wenn man diese Muffe hier unten festschweißt, dann sollte man auch den Hahn vorher mal drauf drehen und schauen, dass er in der Position ist, in der man dann später haben will. Ansonsten, ich denke, es würde auch gehen, wenn er nicht in der richtigen Position ist, wenn man einfach hier mehr Teflonband rummacht, dass er schon früher quasi fest ist dann, wenn man eben in einer anderen Position haben will. Hier bei mir schaut er jetzt eben auf die Seite vom Tisch raus. Beim Ausschweißen von der Wanne habe ich ein paar Nähte mal mit Wick versucht, aber erstens kann ich Wick schweißen nicht so toll und zweitens dauert es ewig. Deswegen werde ich das Ganze jetzt mit Mack ausschweißen. Man sollte nur darauf achten, dass man es hier außen nicht ausschweißt, beziehungsweise wenn dann nur punktet. Und auch die Punkte muss man danach mit der Flex ein bisschen wieder wegschleifen, weil die Abdeckung, die hier drauf kommt, die liegt komplett an der Wanne, also an dem Rand hier an. Deswegen werde ich es hier außen nicht schweißen. Sonst müsste ich jetzt auch wieder alles wegschleifen und so die paar Punkte sind gleich wegschliffen. Oder auch so Stellen wie hier vorne, da habe ich nochmal drüber geschweißt. Das werde ich auch mit der Flex noch plan machen. Die Wanne ist jetzt innen ausgeschweißt und ich habe die jetzt immer so Stück für Stück geschweißt. Also hier so eine Naht von 10 bis 15 cm, dann hier eine Naht, dann hier eine Naht, dann hier eine Naht und immer so reihum und ein bisschen Pausen machen, damit sich das alles nicht zu stark erhitzt und verformt. Okay, ich habe jetzt die Opferblechhalter schon mal reingeschweißt oder gepunktet, einfach so in einem gewissen Abstand. Die mittlere einfach vom Tisch mittig und am Anfang und am Ende vom Tisch auch mittig ausgerichtet. Und die äußeren beiden dann so ein bisschen nach Gefühl einfach ausgerichtet. Ich habe jetzt hier einen Abstand zur Seite genommen von 16 cm ungefähr. Und ja, gepunktet und schon mal probeweise auch hier von den Opferblechen welche reingesteckt. Einfach hier ansetzen, reinstecken, hier reinstecken und dann da quasi rumbiegen. Und dann sitzen die auch ganz gut. Sind leicht auf Spannung, kippeln nicht. Bei den Opferblechhaltern muss man nur schauen, dass man den mittleren verdreht rum reinsetzt. Also, wenn man da jetzt mal schaut, da geht bei 3 cm die erste Aussparung los und hier bei 5 cm und dann eben wieder bei 3 cm, damit diese Wölbung von den Opferblechen zustande kommt. Also den mittleren eben verdreht rum reinsetzen. Im nächsten Schritt werde ich jetzt dann die noch ausschweißen, die Opferblechhalter. Die sind ja aus Edelstahl und der Beckenboden ist aus normalem Stahl. Ich habe das jetzt mit dem Mack-Schweißgerät punktiert und werde es auch mit dem Mack-Schweißgerät ausschweißen. Da das Ganze dann eh lackiert wird, sollte auch nichts rosten. Also ich werde dann später beim Lackieren diese Geräten hier abkleben oben und dann eben die ganze Wanne und eben bis hier ungefähr das Ganze lackieren, dass da nichts rostet.